Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, in der letzten Episode ist Batman endlich mal der Titanformel auf die Schliche gekommen, hat sie gefunden und war dann mal wieder auf einem miesen Drogentrip. Und jetzt haben wir erfahren, dass anscheinend Zaz, die Psychiaterin Dr. Young, in seiner Gewalt hat. Und natürlich muss Batman jetzt mal wieder ihren Arsch retten. Wobei ich jetzt sagen muss, ich werde gerade etwas abgelenkt von dieser Toilette, wo anscheinend eine Person sich befindet. Naja, ich will gar nicht wissen, was die beiden hier alleine auf der Toilette gemacht haben. Ist hier irgendwas in den Klos? Vielleicht hier? Nö, das sieht irgendwie nicht so aus. Schade! Naja. Wow, 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 dramatische Musik! Hör mir genau zu. Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Zaz, was redest du da? Bring sie einfach um. Sie ist jetzt nutzlos. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey! Bleib stehen, Batman! Ich warne dich! Tja, Zaz. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs, wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J. braucht ihn auf der Party. Und mal wieder Zwillinge! Sollte man mal irgendwie erforschen, ob da irgendwas im Essen ist oder in dem Grundwasser von Gotham City, dass so viele Frauen Zwillinge bekommen? Wenn ich mir die ganzen Raufbolde hier angucke. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. So, dann scannen wir jetzt mal wieder nach Hinweisen, um Harley Quinn verfolgen zu können. Und da sehen wir doch schon direkt was.
Ja, jetzt können wir anhand von den Blutspuren Harley wieder verfolgen. Aber hier habe ich gerade was leuchten sehen. Genau, eine Riddler-Karte. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts. Außer, dass wir feststellen, dass Quincy Sharp natürlich ein absoluter, seltsamer Egomane ist. Ah. Oh doch, hier gibt es etwas. Scarface. Im Gothamer Gefängnis Blackgate stand lange Zeit ein Galgenbaum, an dem insgesamt 313 Todesurteile vollstreckt wurden. Aus dem Holz dieses Baums schnitzte ein Insasse die Puppe Scarface. Dieser Insasse wurde von Arnold Wesker ermordet, der wiederum weniger später unter den Einfluss von Scarface geriet. Die meisten Menschen glauben, dass Scarface nur ein Werkzeug ist, durch das Wesker als verbrecherischer Bauchredner die dunkle Seite seiner Persönlichkeit auslebt. Wesker selbst dagegen ist überzeugt, dass Scarface von den Seelen der Gefangenen besessen ist, die am Galgenbaum starben, und dass die Puppe ihn zu zahllosen Verbrechen des Duos zwingt. Scarface, er ist natürlich auch... Wie kann eine Holzpuppe Berufsverbrecher sein? Beunruhigend lebensechte Puppe des Bauchredners. Benutzt oft winzige, aber tödliche Waffen. Gibt sich als Mafia-Boss der alten Schule, für den ein Menschenleben nichts zählt. Auch eine sehr coole Figur, Starface, und der Puppenspieler zusammen halt im Duo. Die man eigentlich auch relativ einfach in die Batman-Filme hätte einbauen können. Weil es auch ein Charakter ist, der relativ, ja, ich sag mal, realitätsgebunden ist. Aber man hat sich wohl dagegen entschieden. Es gibt aber einen Batman-Fanfilm auf YouTube. Den packe ich euch, glaube ich, mal gleich hier irgendwo auf dem Bildschirm hin. Den kann man sich mal anschauen. Der ist recht cool gemacht und da spielt auch Scarface eine bedeutende Rolle. Wen es interessiert, kann ich das dann ja mal reinziehen. Oh, okay. Ups. Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhig dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Ja, die haben alle Waffen, das heißt, da darf ich nicht unbedingt einfach so reinstürmen. Aber machen wir uns das einfach. Und schalten sie einfach so aus. Nacheinander die Blickwinkel sich nicht kreuzen. Ah, verdammt. Spürt ihr nicht den Druck? Jetzt, wo ihr euch nacheinander erledigt? Ah, okay, anscheinend. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Sie nicht. Okay, ich juckt sie doch. Das war knapp. Puh. Das war echt sehr knapp. Aber gut, wir haben es geschafft. So, wo ist sie dann hin? Mit dem guten Quincy? Ah, okay, sie ist anscheinend einfach raus. Charlie hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. Hey, Bats, kommst du auch auf die Party oder was? Oh, wenn du mich so lieb fragst, natürlich. Soll ich was mitbringen? Ein paar Chips? Ein bisschen was zu trinken?
werden die Beine entfernt und er darf Kaiser Joe kein Zaubertrick vorführen. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also bin ich ins Auto rein und habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Haha, der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Versteh mich nicht falsch, aber... Einen Moment ist er total durchgeknallt und den nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspukt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Nein, ich habe eine Handvoll Drogen von einer toten Krankenschwester. Die haben aber nichts gemacht. Nette Typen. Aber die Party crashen wir jetzt mal. Ich steck dir das. Aufpassen, ich bin noch angeschlagen vom letzten Kampf. Aber gut, er geht schon. Es zählt darauf, dass du seine Arbeit findest, ja. Hier ist der Anstaltsleiter. Es ist wichtig, dass jeder seine Waffen sofort entlädt. Ich empfehle sie direkt in euren... Ich kann das nicht lesen. Direkt in euren Kopf zu entladen. Hi. So, auf diesen Scharfschützen haben wir ausgeschaltet. Muss ich mal gucken, wo es hier wieder lang geht. Weil ich sehe gar keine DNA-Spur. Ah, jetzt kann man langsam schon erahnen, was die guten Kollegen hier so bauen. Wo ist denn jetzt hier diese scheiß... Spur. Hier. Hier unten. Ah, okay, dann ist sie anscheinend mit ihm hoch. Wenn wir dich festgeschnallt sind, riskierst du nicht zu erleben. Willst du meinen Puls messen, Doc? Das wird nicht leicht, wenn ich nicht mit Medikamenten zugedröhnt bin. Es ist die Federmaus! Komm schon! Ich zerlege dich in deine Einzelteile! Komm schon! Shoryuken! Ja. Ah, der lebt ja sogar noch. Das ist ja schön. Ey, du kannst auch nicht mal Danke sagen, oder? Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. So ist brav. Immer schön Danke sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen kleinen Abstecher in dieses ominöse Gebäude. Falls denn die Tür aufgeht.
Nein! Setz dich und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Tja. Hier scheint es im Moment nichts anderes zu geben, also gehen wir wieder raus. Okay, ich war in der Etage zu hoch. Ich glaube, ich muss gar nicht erst probieren, diese Tür zu öffnen. Hier wird es wahrscheinlich sowieso wieder verschlossen sein. Also nehmen wir doch direkt den Lüftungsschacht. Nee, doch nicht. War nur eine Riddler-Trophäe. Okay. Mein Fehler. Dann gehen wir jetzt in den Zellenblock. Haben seinen Schein abgeknallt. Aber hier ist wieder ein Tonband. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zaes, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Ich denke, da passe ich. Ja, wow. Na? Die Fledermaus! Wieder, ich verwechsel immer die Tasten, das ist furchtbar. Na gut. Nun sind wir hier im Zellenblock. Und ich denke, wir sind schon wieder über der Zeit. Und deswegen würde ich sagen, heben wir uns die Abenteuer im Zellenblock für das nächste Mal auf. Klickt auch wieder beim nächsten Mal rein und bis dahin sage ich erstmal Hauense Baunse!